Ich hab schon gedacht, die pennen. Diesmal ist es im Kopf. Es war letztes Mal nicht so. Hallo, Sie da oben. Oh, was machen Sie denn da? Seien Sie doch nicht so aggressiv. Und schieße gegen die Kisten und mach die Kisten kaputt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minikabin auf dem Dach, wie immer. Und ich bin vorbereitet. Wir haben uns genähert. Sind quasi bereit für die nächste Quest. Spikes sind auch schon in der Mache. Ist ein bisschen wenig. Ich habe jetzt 80, knappe 80 Eisenbarren arbeitet und natürlich kann ja nie so viele da rauskommen. Ne? Also, wie gesagt, ich habe jetzt 24 Stück fertig gemacht. Ach, das sind noch nicht mal 24 Stück. Ja, gut, so ist es nun mal. Ne? Also, nicht lange schnacken. Wir müssen los und in der Zwischenzeit kann er die Spikes machen. Wie gesagt, ich werde das Tier wieder auslehnen. Den Rest machen wir wieder mit La Granata. Das sollte funktionieren. Der letzte Mal auch funktioniert. Warum solltet ihr jetzt anders sein? Es wird spannend. Macht euch. Na gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, alles hinzukriegen. Ich sag mal so, wir haben es sonst auch geschafft. Also, ja, nee, drüber nachdenken. So, und da sind wir wieder. Schon wieder die Videothek. Hä? Wieso jetzt schon wieder? Die hatten wir doch schon gehabt. Na gut. Nur diesmal mit bessere Knarren. Oh, nee, letztes Mal hatte ich bloß Zombies knattern, ne? Also. So. Hä? Er hat's bloß gehört? Also die von draußen? Gut, normalerweise waren letztes Mal hier. Ach, jetzt sind sie da. Gut. Ich hab nichts gesagt. Ich hab schon gedacht, die pennen. Diesmal haut er doch mit der Schutze hin. Was ist denn hier los? Und ich hab schon wieder die Schippe nicht mit bei. Ach, das ist doch schön. Ja. Je. Geh woanders hin. Hey. Oh, jetzt kommen Sie mal hier hin. Funktioniert doch. Ich habe immer kopfmäßig so, dass die in der Nacht hier hin stürmen. Das ist irgendwie auch ungünstig. Mit Blick auch nicht. Muss schon alles hinhauen. So, jetzt können wir weiter fräsen. Oh, ich hab gerade... Stell mir schon mal die schlimmsten Sachen vor. Es fängt schon früh an. Oh nein, gut. Nehmen wir mit. Wie gesagt, wenn wir nach Hause kommen, waffentechnischerweise werden wir uns Granaten hier stehen. Ich krieg erstmal nichts. Da sehe ich erstmal nicht. Hm? So. Kennen wir ja schon. Nee, hier war kein Hund. Sag ich jetzt erstmal so, hier waren bloß Zombies. Wenn überhaupt. Diesmal ist es im Kopf. Das war letztes Mal nicht so. Aber das war letztes Mal so. Wie gesagt, die Punkte nehmen wir mit. Wenn sie schon umsonst sind. Oh, die sind auf der falschen Seite. Die sind auf der falschen Seite, das interessiert mich nicht. Achso, das ist wohl was oben. Immer lootbar so rum. Hallo. Ich muss hier die Tür zu, dass ich in Ruhe looten kann. Also, das, was lootbar ist. Das ist nicht sehr viel.
Na gut, das sind Füße. Ich mach mal kurz die Tür zu. Ich hab hier einen Hammerfall. War schon lange nicht mehr. Nein. Nein, habe ich gesagt. Das verstehen Sie unter Nein nicht. Muss ich ihm das aufmalen? Okay, wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Hat sich blubig erledigt. Gut. Machen wir so wie letztes Mal. Hat gut funktioniert. Nur diesmal gleich mit Schrutze. Hallo, Sie da oben. Oh, was machen Sie denn da? Kommen Sie mal hier rum. Mensch, Mädel. Ja, ist doch gut. Seien Sie doch nicht so aggressiv. Und schieße gegen die Kisten und mache die Kisten kaputt. Hat jetzt ihn aufgepasst, ob da was kaputt gegangen ist? Ich nehme ich gerade nicht. Wahrscheinlich schon, ne? So, nachladen. Kopftechnischerweise müsste es mich gleich losgehen. Auf Klo. Nein, ich glaube nicht. Jetzt bin ich mir sicher. Naja, gut. So big. Immerhin nur besser als das, was wir hier so haben. Kann man nicht abschließen. Hätte ich gedacht. Wo ist denn der Kopf hin? Ach, da ist er ja. Er ist doof. Er ist dumm. Er ist ein Zombie. Das habe ich erwartet. Ging ja schneller als mit der Schrutze. Gut, zum Glück wussten wir ja, wo alles ist. Ne? Also, alles gut. So, dann schauen wir mal kurz hier rein. Und dann kommt der geile Loot. Auf den freue ich mich schon. Schauen wir ja so noch mal eine Nachtquest. Heute hat letztes Mal auch so angefangen. Wir wissen alle, wie es geendet ist. Nicht gut für mich. Hallo. Nicht so viele Dieteriche. Dankeschön. Okay. Nehmen wir alles mit. Logischerweise. So. Da war doch was. Hab ich vergessen. Kleine bisschen. So. Ich nehme jetzt erstmal Eisen, weil das ist das, was ich brauche. Und wenn ich jetzt Glück habe, habe ich jetzt eine Automatikschrotte. Das wäre schön. Da täte ich mich freuen. Oder eine bessere Knifte. Der Dude draußen hat Ausdauer, muss ich schon mal sagen. Hat immer noch nicht aufheben. Der weiß einfach nicht, wenn er aufheben soll. Ach, das hätte er. Na, nie so schnell. Oh. Gut, weiter können wir. Also gleich. Nee, klar. Genau das habe ich mir gewünscht. Ja, warum habe ich das Papier hin? Und bitte. Wenn ich was hab, sind die Bandagen. Keine? Geh bloß gehen. Halb so wild. Oh, na denn. Schön ins Inventar hin. Naja, gut.
Jetzt kann es bloß nur aufwärts gehen. Ja, so schlecht war es auch nicht. Wir hatten schon schlechteren Loot. Was, wie jetzt? Nö, oder? Nö. Ich habe schon jetzt gerade... Wir hätten sonst noch gerne herstellen können. Jetzt schon. Das wird eine sehr, sehr schöne Horde. Ach, ist aber scheiße. Mal nicht durch. Ich sollte froh sein, dass er noch nie durch ist. So. Ein Bohrer? Ach, knapp daneben. Ist aber auch vorbei. Moment mal. Weg schon. So, und da sind schon zwei Mods drinne. Was bloß eine Mod drinne. Ums Problem gelöst. Wohin will ich es auch einen Weg? Moment, ich kann doch da auch noch die Mutter. Die Hammermutter anschmeißen ist ja schließlich ein Hammer. So! Und dass ich das gemacht habe. Schön für das Inventar. Ja gut, wenn ich jetzt nochmal machen könnte, auf technische Weise, jetzt schon ja nicht mal so verkehrt. Okay, guck mal, Sarin, ne, raus, nach Haus, Quest abgeben und eine neue starten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn es ein Wald schaffen wir gerade mal so. Was ist denn hier los? Bewegt dich doch nicht! Hat vorher besser funktioniert. So, C erreicht. Schnell die Quest abgeben und eine neue nehmen. Hallo, Spiel. Wir haben nicht so viel Zeit. So, hab ich ja schon. Latt. Erst Quest abgeben, annehmen und dann verkaufen. Now another stranger in need. I've got what you're looking for. Brauche ich alle nicht. Brauche ich alles nicht. Jen. If you finish two more jobs this week, I will give so, und dann kannst du mich gleich wieder. Ja, ja, warte mal, mach mal kurz einen Punkt. Mich gleich Zeug loswerden. Weil sonst sieht es ganz, ganz übel, übel aus. Nee, die noch nicht, ne? Nee. So, ich habe jetzt so 10.000 zusammen. Müsste ja eigentlich mal. ...48.000 kostet das. Ich habe gedacht 10.000. Ja, gut, wir haben noch Zeit. Well, you just brightened my day. I'm glad I can... So, gut. Elixier teuer. Naja, gut, dass du nicht jedes Mal zurücksetzen tust. Macht schon Sinn. Oh, schnell. Achso, hier ist ja nicht drinne. Inventar nochmal leer machen. Umso besser ist das Looten. Kohle kann ich denn hier rein schmeißen. Es. Schon ein bisschen ärgerlich, dass das so teuer ist. Ich wusste, dass es nicht günstig ist, aber schon ein bisschen übertrieben. Find ich. Aber gut. Wer bin ich? Geht in Zweifel zu ziehen. Gut, 18 Stück haben wir noch.
Gut, das wird nur eine Weile dauern. Was ist denn hier los? Ja, das geht ja mal hier nicht. Kannst doch nicht einfach aufhören, hier das einzuschmelzen. Was ist denn mit dir los, Junge? Wenn ich zurückkomme, brauche ich das Zeug. So schaut's aus. Sind die 24 fertig? Ach ja. Aber wir werden es schon schaffen. Ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gut, ich sag mal so, wenn nicht auf hart kommen tut, muss ich unbedingt die Tür noch werten. Also sonst haben wir dann ein ganz, ganz großes Problem, wenn die da mal kurz anklopfen, ist das kaputt. Da sind wir wieder. Hui. Kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Schon wieder. Ah ja, gut. Zur Not frisst der Teufel auch Fliegen, ne? Haben wir letztes Mal ja nicht mit die Nummer. Naja, gut. Nachgeladen ist. Ja, komm mal her. Gut. Munition. Fein. Jetzt. Ach ja. Mal gucken, wie lange das dauert. Das sieht nicht mehr in der Haut. Naja, spätestens, wenn ich ihn auf den Sack kriege. Ups. Dann sollte diese Mission die Geschichte sein. Guck mal hier. Wollte er gerade den nach unten in der Rindswirbeln? Warum? Der hat die doch ja noch getan. Mal diese Gewalttätigkeit. So. Leute, ich bin unterwegs. Autsch. Nee, nee. Sie war gerade verwundert. Wieso? Hä? Wie? Was? Warum hat ihn jetzt nie getroffen? Na, Mädel. Das will ich jetzt auch wissen. Oder besser gesagt, würde mich auch interessieren. Ich hätte gedacht, die hätte uns jetzt gleich in René zwirbelt, aber. Nope. Wohl Glück gehabt. Schade, dass da keine Munition mehr drin ist. Wenn die auseinander. 30 Eisen. 30 Eisen oder 38. Nee, ach komm, wie ist was? Scheiß. Scheiß drauf. Eigentlich müsste man hier. Ja, nie um. Gut, das ist umsonst da, aber ich muss trotzdem mal nachschauen. Wir können die Quest eh nicht mehr abheben, also kann ich das ruhig mal hier so ein bisschen unter die Augen nehmen. Ne, das ist wirklich bloß die eine Tasche. Naja, gut. Naja. So, diesmal nicht. Wir wissen, dass du da drin bist. Komm raus. Ne? Wann taucht's auf? Ja. Es. Whatever. Gut, er hat's noch nie mitgekriegt. Ich weiß aber auch nicht, wo er ist. Aber ich hab so das Gefühl, wir werden es gleich rausfinden. Ich fand das gut. Was wie jetzt? Er kommt durch! Da kennt er nichts. Naja, gut. Sind Holzbeiß, was das da erwartet. Ach. Ich möchte nicht darüber diskutieren. Warum habe ich jetzt so viel mal mein Lied im Kopf? Das passt ja überhaupt nicht.
Ich weiß es doch nicht. Bestimmt so unterschwellig, das ist zu warm draußen. Da war ja bloß immer einer drin, oder? Pass auf, jetzt sind zwei drin. Dann ist es eben halt so. Ich muss nochmal runter, ich hab was vergessen. Na, hast du nie irgendwas gesagt, ihr habt? Wo waren die da? Muss ja hier hinter irgendwo sein. 5 Sekunden und schon hatte ich es vergessen. Gut, ich glaube, ich muss das hier auseinander kloppen. Habt ihr gedacht, wa? So. Und pass auf, denn ist da irgendein Lump drinne. Warum wechselst du? Ich hab die, also daran liegt es nicht. Also ich hab die Maus abgeschlossen, ja. Also die ist nicht mehr dran, die Logitech. Naja, gut. Das war's. Also daran liegt es nicht, dass der ständig umschalten tut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier nochmal nachgehen und nachschauen. So, ab in die Knie. Wissen ja, da ist ein Bauzi. Der will er mit einer Arsch in der Wand? Nö, diesmal hat er sich den gestellt. Hat ihn nichts gebracht? Ach ja. Das ist bloß ein Blutpott. Ich wollte gerade sagen. Wäre cool, wenn es mal diesmal anders rum ist. Ob technischerweise hat es gut noch nie. Im Schrank. Hat ihn nichts gebracht. Das weh, was ist denn hier los? Jetzt steigert sich das Spiel, oder was? Robin Hood. Gut. Nochmal nachladen. Dankeschön. Wenn da jetzt auch noch einer drin ist, dann weiß ich nicht. So, nachladen, wie gesagt. Gut, ist er doch kaputt gegangen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ein Stahlfeil. Ich hab gedacht, die halten ewig. Scherz. So. Bulzen. Bulzen, sondern Bulzen. Ich hab keine Pfeile mehr. Ist jetzt doof. Aber ich hab ne Knifte mit Schalldämpfer. Hallo! Ach schön. Dass das immer wieder funktioniert. Oh, ist das ein Kopf? Ich hoffe, der ist tot. Er sieht sehr, sehr tot aus. Spider-Man! Spider-Man! Tarantenten! Nun los. Lass mich hier raus! Er hat eine Knifte. Er ist irre. Ein Flanellhemd. Unser erste. Also, was ich mitnehme. So, gut. Ach, kriegen wir schon irgendwann so zusammen. Er behält die Flanellhemd und schmeißt die Knochen weg. Was für ein Schuft. Jetzt muss ich bloß noch die Kiste finden. Wo wird die denn wohl sein? Oh, die ist unter uns. Ich wollte gerade sagen. Die total gelootet, Mensch. Die doch schon. Oh. Erstmal den geilen Scheiß und dann den Rest. Sag mal, habe ich da schon.
Nö, da habe ich noch kein Spiel drin. Kein Spielmod. Oh. Ah ja, gut. Gut. Steigen wir uns ein bisschen langsamer. Ach, kann ja bloß noch aufwärts gehen. Und? Ich hab doch bloß immer kurz die Maus bewegt. Ich lasse jetzt los. Ich muss loslassen lernen. Siehst du? So funktioniert das also. Aha. Stoff habe ich ja so oder so. Gut, jetzt brauche ich noch immer Platz. Normalerweise wäre da was versteckt. Haben wir letztes Mal aber auch nicht hier nachgeschaut. Dann haben wir nämlich Holz. Und jetzt holen wir uns ein Paket. Ah, jetzt bist du da. Gut. Die gute alte Kohle. Was ist denn mit der Kohle? Was sonst? Nun gut, dann holen wir uns mal schnell ein Paket. Die sind schon wieder da. Scheint aber diesmal drinnen zu sein, ne? Nee, vor der Haustür. Ja, der ist immer doof. So, alle da. Es ist Zeit zum Verschwinden. Kriegst du mich mal hier durch. Okay, tu das nicht. Ich glaube, das ist einfacher, da rauszulaufen. Vor allen Dingen, wenn da einer ist, der sich da ihn abkloppen tut, dann sollten wir hier lang gehen. Oh, ich glaube, wir sollten verschwinden. Na, lass das. Nicht anfassen. Mach mal nicht. Nicht anfassen, habe ich gesagt. Oh, das ist jetzt zum Verschwinden. Ah, schön beleuchtet. Haha. Schluckt mein Staub. So, wir haben unser Ziel erreicht. Ich würde mal sagen, ich werde mich mal da oben platzieren und ein bisschen ausleeren. Und wir sehen uns am Morgen wieder, wenn wir die Quest dann abgeben. Also bis gleich. Ich würde mal sagen, Nacht überstanden. Ich habe jetzt auch die Spikes so gesetzt. Ich musste noch reparieren, die kaputt waren. Ich habe jetzt auch außenrum alles aufgewertet. Und ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht in meine eigenen Spikes renne. Wie ihr seht, an meiner Lebensenergie ist mir das schon ein oder zwei Mal gelungen. Also bis da vorne sind wir gekommen. Also, ja. Will hier noch ringsherum, dass sie wirklich bloß die Türen erstmal nutzen. Wir müssen morgen kicken, dass wir den Zaun und so weg knattern hier. Eben mal ringsherum. Sie sich hier nicht an der Außenwand aufhalten. Und außerdem brauche ich Eisen. Na gut, dann gehen wir mal schnell die Quest ab. Und schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Boah, schön die Nacht fleißig genutzt für Sortierungsarbeiten und Reparierarbeiten und so. Vorbereitung für die Horde. Genau so muss es sein. Und jetzt noch eine kleine Belohnung zum Feierabend. Wäre doch ja nicht mal so schlecht. Ich habe auch die ganze Kohle mit bei. Können wir gleich mal ein bisschen noch shoppen. Und ich habe noch ein, zwei Sachen mit bei, die wir verkaufen können. Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Ja, gut. Du gibst mir Munition für eine Knifte, die ich noch ja nie habe. Aber ich nehme sie erstmal. Wer weiß? Vielleicht kriegst du sie ja bald. So, also. Echt? Weil, wie gesagt, gibt dafür Kohle. Nimm mich dankend an. Ist jetzt nicht so, dass ich wenig habe. Aber dürfte sich gleich ändern. So, der kann weg. Wir haben ja einen blauen und wir haben ja eine Narepistole. Eigentlich kann der blaue auch weg. Aber ihr wisst ja, Trennungsängste. Moment mal, ich hab doch... Naja, gut, hab ich das zu Hause aussortiert, wenn er...
Ich hatte nämlich auch die Lichter mit bei gehabt, weil die nämlich auch ganz schön für die Kohle ihm. Aber ich will auch sortiert. So ist das nun mal, ne? Gut. Munition 4000 kostet die Welt. Ich nehme sie. Nehme ich auch. Lass ich mal noch sein. Ich will erstmal hier hinten schauen. Schon besser aus. So. Ich glaube, wir werden morgen. Ja, gut. Ich hätte mir auch die. Hätte? Ich werde. Und das war mit der Kohle. Ja, weil die sind mit der Kohle. Aber ich habe eine AK, eine bessere. Und ich habe einen Bohrer. Das heißt, ich brauche mir keinen mehr abkloppen. Also nicht mehr als sonst. Ja, ja, Mädel, muss mich erstmal ein bisschen sortieren hier. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Also für mich. Naja, gut. Slotmäßig ist genau dasselbe, aber eben halt. Technischerweise. Gut, dann kannst du die Knifte haben. Würde ich mal sagen. 100. Scheiß drauf. Ich habe ja gesagt, es wird nicht viele übrig bleiben. Ja, und sonst so Munition. Was hast du denn noch da? Na ja, gut. Nimm ich mal, aber. Jetzt fällt es auch nicht mehr auf. Und die werde ich nehmen für unterwegs. Ja. Und ich bin abgebrannt. Thank you so much. Hey, come again. Ja, ja, ja. So stelle ich mir ein Ende vor. Reiche startet. Und abgebrannt bis auf dem letzten Hemd. Endet es heute. Naja, gut. Was kostet die Welt, wie gesagt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Weil, keine Ahnung, ich werde wieder Blödsinn anstehen. Aber einmal ausprobieren. Ich hab's zwar. Ich sollte dich erstmal nach voll tanken, bevor das alt hier weg ist. Ich sollte erstmal Benzin holen, wa? Na gut, Leute. Das sollte erstmal für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dann. Tschüss.